Heute bin ich aber in Höchstform. Die Runs haben dich vorhin so beflügelt. Sag mal, laufe ich schon wieder falsch? Ich laufe doch schon wieder falsch. Das war doch nicht so weit bis zu der Kochstelle, oder? Oder ich verpasse die gerade, weil die alle Schlummi machen wahrscheinlich. 2.47 Uhr. Vielleicht hätte ich mal schlafen gehen sollen. Anderen jetzt immer gepennt. Morty pennt hier. Okay. Ah, schlimm. Ein einziges Labyrinth hier. Oben war, glaube ich. Nee. Die pennen alle. Haben mir kein Bett übrig gelassen. Hallo? Ich habe viel mehr gemacht. Doch, hier ist ein Bett übrig. Der Butler steht daneben. Verdammt. Hallo, Rojo. Dankeschön für das Gifted Sub an Gif. Genau. Gesundheit. Dankeschön. Leider meine Alerts vergessen auszuschalten. Die Schussel. Hey, du. Weißt du, was Minecrawler magisch anzieht? Also, wenn du etwas Essbares meinst, wo sie nicht Nein sagen können, dann ja. Genau das meinte ich. Bring mir einfach 4 Feuernesseln, dann erkläre ich's dir. Feuernesseln? Hab ich. Es heißt, dass Minecrawler total auf die Wurzelknöllchen von Feuernesseln stehen. Die werden total wild, wenn sie den Geruch aufnehmen. Also wird man sie damit aus ihren Löchern herauslocken können? Natürlich. Bring mir einfach die Pflanzen, dann bereite ich sie für dich vor. Hey, du. Da hast du die Feuernesseln. Okay, warte einen Moment. So, da hast du die Wurzelknöllchen. Hey, du. Du hast keinen Ärger mit dem Triumvirat? Aber nein, wieso sollte ich? Ich bin doch kein Butler. Naja, ich dachte nur. Nicht so viel denken, Handert. Das klappt bei mir auch immer nicht. Nee, warte mal. Das war. Wollte ich von dem nicht auch noch irgendwas? Muss gerade kurz überlegen. Achso, hier. Du hast versucht, Dotta zu bestehlen? Warum? Hier gibt es doch genug Gold. Ja, hat leider nicht geklappt. Der Typ ist das Letzte. Warum? Der hat die Taschen voll und ist wohl der beste Butler hier. Aber er teilt nicht mal ein Roperi, dieser elende Geizkragen. Und das ist Grund genug, ihn zu bestehlen? Ich habe ihn gebeten, mir ein paar Tricks zu zeigen, damit ich besser werde. Doch das hat ihn gar nicht gekümmert. Daraufhin habe ich von Nems erfahren, dass er ein Buch über Schürfen hat und nur deshalb so viel aus dem Fels rausholt. Aha. Ja, habe ich mir auch gedacht. Und wollte es mir sofort krallen. Doch der Typ ist wachsam und ließ mich von den Eintreibern verprügeln. Diese Bastarde! Ich habe ihn sogar Schutzgeld bezahlt. Naja, immerhin muss ich ihn jetzt nicht mehr die volle Summe zahlen. Wieso nicht? Diese Kriminellen haben mein Gold genommen und mich im Stich gelassen, als es drauf ankam. Jetzt zahle ich nur noch die Schürfgebühr. Du erwähntest ein Buch zum Schürfen. Worum geht es da? Na genau das, was der Name schon sagt. Damit kannst du deine Fähigkeiten im Schürfen verbessern. Dotta ist nur so gut, weil er dieses Buch hat.
Ich will aber auch mal besser werden, sonst werde ich nie reich. Man wird nicht das Arbeit reich, Mäuschen. Wäre schon super, wenn ich da einen Blick reinwerfen könnte. Wo bewahrt er das Buch denn auf? Ich glaube, der trägt das immer bei sich. Da bräuchtest du schon ziemlich flinke Finger. Hab es. Immer? Naja, er geht auch schlafen. Das wird er bestimmt nicht ins Bett mitnehmen. Ich probiere mal an dieses Buch zu kommen. Ich will nämlich auch besser schürfen lernen. Und ohne Gold zu bezahlen oder ihm zu helfen, zeigt er mir das Schürfen nicht. Mir auch nicht. Schürfgebühr? Ja, der Preis, um hier in Ruhe schürfen zu können. Auf die Hilfe der Eintreiber bei Streitigkeiten kann ich nicht mehr hoffen. Aber pass auf, dass er nicht mitbekommt, dass sein Buch weg ist. Sonst ergeht es dir wie Maus. Merke ich mir. Ja, wir können ihm einfach einen Vergessenszauber draufklatschen. Also, was haben wir denn jetzt? Alles fürs Gold. Port warnte mich vor Dotter. Ich sollte das Buch wieder zurücklegen, bevor Dotter aufwacht. Okay. Luxusbedürfnis. Warte, in welche Richtung muss ich denn jetzt? Hier geht's hoch. Erfahre ich das jetzt? Furt wurde von den Eintreibern verprügelt. Es ist bei mir keine Beschwerde eingegangen und meine Rekruten haben auch nichts gemeldet. Wo liegt dann das Problem? Wow. Anscheinend gibt es keines. Ich habe den Köder besorgt. Jetzt muss der Buddler nur noch damit eingeschmiert werden. Das wird wohl heute nicht mehr fertig werden. Komm morgen wieder, dann kann die Jagd auf die Crawler losgehen. Für Albrecht! Und bei wem sollte ich jetzt diese Fleischspieße holen? Hat er dann nicht gesagt, bei Uma? Hey! Was weißt du über Dotters Buch zum Schürfen? Bleiben denn die Schiffe? Von dem Gerücht habe ich gehört. Moss hat es mir mal erzählt. Kurz darauf ist er gestorben. Du die Türme bringen was? Wenn ich eine Badewanne hätte, würde ich mich da jetzt reinlegen. Etwas verdächtig, die Sache mit Mors. Er stirbt kurz nachdem er dir ein Gerücht erzählt. Hey du Bengel, du hast doch nicht mich im Verdacht, oder? Es sieht sehr danach aus. Was? Das kannst du dir sofort abschminken. Ich habe gar keinen Grund, mich mit jemandem zu streiten. Kannst ruhig die Leute hier fragen. Warum erfahre ich hätte gar nicht den Mumm dazu. Aber die bezahlten Eintreiber könnten das für dich erledigt haben. Die Eintreiber? Das kann gar nicht so eine schlechte Idee. Was? Du gibst es zu? Aber nein, hör auf mit dem Hund. Ich meinte, dass die Eintreiber Mors für jemanden umgebracht haben. Immerhin hat er sich ja auch geweigert, das Schutzgeld zu zahlen. Vielleicht kam es ihnen ganz gelegen, wenn jemand mit so einer Bitte antanzt. Du könntest recht haben. Versuch die doch einfach ein wenig auszuquetschen. Irgendjemand verplappert sich bestimmt. Nur wer hätte was davon, dass Mors seinen Mund nicht mehr aufmachen kann? Na, der Dotter. Ich werde der Sache nachgehen. Ich schau mal, wer was weiß. Nichts Neues. Die im freien Lager denken auch, sie können machen, was sie wollen. Aber soll irgendwo im Norden ein Sumpf sein? Luxusgüter. Im zählen Fleischspieße aus Johannes Taverne in der Stadt besorge. Ach so. 12 Krüge des besten Biers, aber nicht das aus dem Kloster. Abschließend will auch noch etwas zum Rauchen haben. Also muss ich jetzt in die Stadt zurück? Oh, da muss ich, glaube ich, vorher meinen Würfel hier mal auf. Der arme Kerl kann einem leid tun. Den Überseehandel auf die Goldmine setzen. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Wo bleiben denn die Schiffe? Ich habe jetzt wieder den Leo auf dem Tisch liegen.
Kann ich euch nicht mal zeigen, weil ich die Bastelcam nicht auf dem Stream Deck habe. Aber da können wir auch gleich mal den anderen wegbringen hier. Wann ist jetzt? Hallo? Würfel, kannst du bitte nochmal Leuchti machen? Wir ersetzen den Eingang zur Büste. So. Dann nehmen wir jetzt mal den Vardua. Ich weiß zwar nicht mehr, wo der hin wollte. Ich folge dir. Ach, du folgst mir. Okay, warte mal, wo wollte der denn hin? Geleitschutz für Vardua. Zum Hafen geleiten. Also am Banditenlager vorbei. Oder? Kann ich mit dem einfach durchs Banditenlager gehen? Oder ich gehe da lang, von wo ich gekommen bin. Also, wovon ich beim ersten Mal gekommen bin, als wir zur Goldmine gegangen sind. Ach, guck mal. Die tauchen echt immer wieder neu auf, ne? Ist ja irre. Frage ist ja, wenn ich mich zum Hafen teleportieren würde, würde der wahrscheinlich nicht mehr dabei sein, ne? Das Schummeln wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Karte, aber okay. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht wieder auszusehen irgendwie diese eine Skelettstadt renne, aber nee, ne? Das war schon richtig, wo ich jetzt langlaufe, glaube ich. Wir glauben einfach ganz fest daran. Ach, na klar. Ich weiß, wo wir sind. Alles richtig gemacht. Das dürfen wir nur nicht verlieren, aber ich glaube... Denkt mir am Rockzipfel, da passiert nichts. Thank you.
Ah. Nicht vom Weg abkommen. Mal ein bisschen schneller hier, Badur. Ich bin gespannt, ob der Dotter mich verarscht, ne? Wenn ich ihm dann die ganzen Sachen bringe, wie viel Gold er mir gibt. Das reicht. Du hast mich weit genug begleitet. Unsere Wege trennen sich hier. Was ist mit einer Belohnung? Davon habe ich nie gesprochen. Geh und schufte selbst, dann hast du auch genug Operi. Nett, nett, Vador. Kriegst gleich aufs Maul von mir. Wäre ein Kinderspiel, sein Geldbeutel zu stehlen. Naja, komm, wir haben genug Gold. Dein Glück, Freundchen, dass ich genug Gold habe. Also. Unfassbar. Unfassbar. Weißt du etwa nicht, wer ich bin? Ha? Ich bin Champion. Champion der Arena. Ich bin Besieger des Trollkönigs. Ja? Ich habe Succubus und keine Ahnung was überstanden. Ja. Hört, ihr Bewohner von Assun. Den aufkommenden Gerüchten über die Entführung von Bewohnern durch Banditen ist kein Glauben zu schenken. Diese Gerüchte sind von intriganten Unruhestiftern gesprochen. Sieh, dann geht's weiter. Wow. Die kochen wir durch die Zelle schon weich. Hat sich wohl nicht rumgesprochen, anscheinend. Hallo, Sparta. So, Johann, der will jetzt bestimmt irgendwas von mir. Ich habe von deinen leckeren Fleischspießen gehört. Kann ich welche bekommen? Triss wollte mir eigentlich das saftige Fleisch dafür liefern. Doch er ließ nichts mehr von sich hören. Also klar. Weißt du zufällig, wo ich leckeres Bier herbekomme? Ich habe welches zu verkaufen. Würde das auch einem Feinschmecker gefallen? Sicher. Warum nicht? Soll ich mal nach Triss schauen? Tu dir keinen Zwang an. Ich würde dir ein Dutzend überlassen, wenn du es mir bringst. Wo finde ich Triss Lager? Triss Lager ist auf dem Weg zum Hafen. Eigentlich nicht zu verfehlen. Wenn du das untere Viertel verlässt, halte dich einfach an der Straße, bis du auf der rechten Seite das Jägerlager entdeckst. Schmecken lassen. Zeig mir deine Ware. Hier ist alles, was ich habe. Wie wäre es mit etwas Essen? Das hier? Oder das? Johanns Spezialität. Kostet nur 20. Ach komm. Wie viel wieder? Ein Dutzend. Eins. Drei, vier, fünf. Ich hab zwar bestimmt... Ich hab das zwar bestimmt schon gehabt. Nee, hab ich nicht. Zwar ganz viele Biere einstecken, aber... Ich wusste doch, dass ich das, die Fleischspieße nicht einfach so kriege. Wo kommen wir denn da hin? Hört, ihr Bewohner von Assun. Komm, es sind jetzt noch 2 Wochen vergangen. Wir gucken nochmal, ob der jetzt was über die Crawler-Eier rausgefunden hat. Nicht mehr allzu lange stehen. Fürst Albrecht wird dafür sorgen. Wo er noch nicht? Ja, wir haben doch hier diese Grundlagenforschung. Wenn er neue Erkenntnisse gewonnen hat, das könnte aber sein, ziemlich lange dauern. Das hat, ist jetzt schon 43 Tage her. Der macht doch gar nichts, der hat es doch safe vergessen. Das freie Lager wird nicht mehr allzu lange stehen. Der hat es bestimmt vergessen. Hey, du. Ich möchte Bux abholen. Gut. 20. Leo. Nein.
Gehen Sie. Bitte gehen Sie. Das Waschgewitter, du. Da denn schon freiwillig hin? Für den Fürsten. Für den Fürsten. Ist das der Argos? Ja. Aber ich will noch ein bisschen Gold haben von dir. Ich hab nämlich noch nicht genug. Der Wachtmeister der Arena ist korrupt. Ich möchte meinen könnte Sonder den holen. Verpetzen. Dann wollen wir doch mal sehen, wie viel du bekommst. Kommt, kommt und seht. Nur beste Waren. Ich könnte den verpetzen, aber da wäre ich ja selten dämlich, weil dann würde der mich ja zurückverpetzen, oder? Nee, das machen wir mal nicht. Der hat uns schließlich geholfen. Das wäre ja richtig Arschiku-mäßig. Du jetzt nee, der hat uns befreit. Wir haben alles wiederbekommen dank dem. Ja, auch den hessischen Hut. Für den Fürsten. Der arme Kerl kann einem leid tun. Wow, hier ruckelt es immer so. Also nur geringfügig. Leo, du bist schon ein bisschen dumm, weißt du? Der liegt unter, mit dem Kopf unter dem Monitor. Und der Monitor krabbelt aber an seinem Ohr. Das heißt, der wackelt die ganze Zeit mit dem Ohr und klopft mit seinem Ohr gegen den Monitor. Hey, du. Johann wartet auf sein Fleisch. Oh ja, stimmt ja. Ich wollte eigentlich schon eher los, aber diese dummen Fleischschwanzen ließen mich kaum schlafen. Hä, sind die wieder da? Ist wohl vergessen. Da du ja da bist, kannst du die Lieferung ja direkt mitnehmen. Na klar. Ich hab doch Mama Fleischschwanze getötet. Die dürften doch nie wieder Fleischschwanzen aufkreuzen. Leo, dann musst du mal mit deinem Kopf unter dem Monitor vorkommen, so? Ich habe ihm gern geholfen. So ein Dobi. Hey, du. Ich habe das Fleischpaket. Gut, gib her. Es wird so eine Stunde dauern, bis ich die Dinger gebraten und gewürzt habe. Ist das Fleisch fertig? Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Bei wem konnte ich denn noch Geschicklichkeit und so lernen? Hallo, Saki. Ich habe 40 Lernpunkte. Könnte ich ja eigentlich mal irgendwo ausgeben, aber ich weiß nicht mehr bei wem. Ging das im Banditenlager? Hey du. Weil ich glaube, die meisten haben mir ja gesagt, sie können die nicht mehr. Die können mir nicht mehr helfen. Gemeinsam können wir bestehen. Oder irgendwelche Tränke oder sowas. Wir haben ja auf jeden Fall noch Blut. Saids Blut. Das ist wichtig. Parfümtrank. Wir haben keine Tränke mehr. Said. Aber diesen Eingeschicklichkeitstrank aus der Arena, ne? Den haben wir uns natürlich schmecken lassen. Im freien Lager denken auch, sie können machen, was sie wollen. Denkst du, die Türme bringen was?
Und Saki, warst du schon auf dem Wochenmarkt heute? Gestern Abend im Wenzels Topinka gegessen und musste das an... Hier im Wenzels. Gibt's bei euch auch Wenzels? Warte mal. Immerhin haben wir die Goldmine. Om nom nom, Topinka. Feuer! Feuer, halt! Oh, schrei doch nicht schon wieder so rum, Junge. Hey. Kannst du mich... Wer für Schützen. Den König? Für einmal ein Schuss auf die Zielscheibe. Ausgangsstellung. Kontaktstellung. Schießstellung stehen frei. Vorbereitung. Ja, komm, was soll's. Bereit? Es gibt noch viel zu... Dann kann ich nämlich... Feuer! Kann ich meine Ringe Feuer, jetzt halt. Austauschen? Ne, war kurz in Sachsen und heute Nacht wieder zurück. Wirklich? Ach so. Schützen, für einmal ein Schuss auf die Zielscheibe. Oh, dann Ausgangsstellung, würde ich auch gerne mal wieder essen. Kontaktstellung, Schießstellung stehen frei. Ach, Vorbereitung. Das so laut ist, ne? Bereit? Nee, ich bin nicht bereit. Warte mal, was zieh ich denn da an, statt den ganzen Geschicklichkeitssachen? Stärke. Energiebonus. Beispiel wieder. Tja. 20 Leben, weiß ich nicht. Es waren aber nur 10, ne? Das passt schon so. Ist jetzt eine Stunde rum? Ah, der konnte mir tatsächlich noch Geschick beibringen. Krass. Es war auch noch Brauereifest, von dem ich nichts wusste. Und ich sitze da mittendrin im echten Sand von Mineralwasser. Weil ich ja noch einfach was. Oh nein! Also noch echtes, prickelndes, sanftes Mineralwasser. Scheiße. Scheiße. Warte mal, ich kann ja einfach gucken, ob eine Stunde schon rum ist. Obwohl, ich will keine Uhrzeit, ne? Der arme Kerl kann einem leid tun. Das hätte ich dir vorher sagen können. Aber wenn der noch in der Küche steht, dann ist die Stunde wahrscheinlich noch nicht rum. Der kocht noch. Na, dann warten wir. Können wir ein bisschen Klavier spielen? Das ist doch nichts Neues. Kann ich nicht? Kann ich kein Klavier spielen? Brauchen den Amadeus nämlich gar nicht. Sie können auch mich buchen, ja? Mein Lager denken auch, sie können machen, was sie wollen. Ja, genau so. Da soll irgendwo im Norden ein Sub sein. Jetzt habe ich auch noch Tabak, den ich rauchen kann. Nee. Alles schon verraucht. Daran wird sich nie etwas ändern. Das hätte ich dir vorher sagen. Mich fragt ja keiner. Ist das Fleisch fertig? Ja, hier sind die schönen Teile. Wie viel willst du? 10 Stück reichen mir. Da du mir das Fleisch gebracht hast, kriegst du diese 10-mal umsonst. Danke sehr. Obwohl, warte mal. Hat er jetzt noch welche im Inventar? Mal gucken, ob hier da irgendwas alles, Besonderes steht. Wie wäre es mit etwas? Nee. Das Toll ist dabei. Ich könnte Äpfel kaufen, aber ich glaube, für das eine Stärke musste ich, glaube ich, 100 Äpfel essen. Das schaffe ich in dem Spiel, glaube ich, nicht nochmal. 100 Äpfel zu essen?
Der arme Kerl kann einem leid tun. Ja, ne? Meint ihr mich? Ja, ich bin schon eine arme Sau. Ich hab nicht mal 15.000 Roperie. Warum erfahre ich das erst jetzt? So. Die Leiter du nehmen sollst. Danke. Hey, du. Du erwähntest Morse. Was weißt du darüber? Morse? Wieso fragst du? Ich weiß nichts über Morse. Das sieht mir irgendwie anders aus. Nein, nein, ich weiß da nichts. Jetzt geh, ich muss weiterarbeiten. Hey, du. Ich habe, was du wolltest. Hier sind Johanns Fleischspieße. Lecker. Hier dein schmackhaftes Bier. Das sieht köstlich aus. Hier ist was zum Rauchen. Super. Wir sind in der Goldmine nur zu Wucherpreisen von 50 Roperi pro Stängel aufzutreiben. Sag mal, das ist doch ein Witz, oder? Ich bin doch kein Geldverleiher, der ein halbes Vermögen mit sich rumschleppt. Also wenn du mir keine Münzen für die Einkäufe gibst, dann kann ich das Zeug auch nicht einkaufen. Na okay, du hast recht. Du kriegst mehr, wenn du etwas lieferst. Ich danke dir für deine Mühen. So eine mickrige Belohnung? Für so viel Lauferei? Hatte ich dir nicht angeboten, das Schürfen zu zeigen? Ja. Na, findest du das nicht viel wertvoller? Damit kannst du dir wahre Reichtümer anhäufen. Du musst bringen um! Hey, vor allem, wir haben eigentlich gerade voll viel Roperi bekommen. Wir haben für die Stängel allein 200 Roperi bekommen. Zeig mir, wie ich richtig schürfe. Klar, aber wenn ich dir was beibringe, wirst du mehr Gold schürfen können. Ja. Da du mir geholfen hast, mache ich dir einen guten Preis. 50 Roperi pro Trainingseinheit. So, aber das habe ich schon jetzt abgeschlossen, ne? Okay, da müsste ich eigentlich schlafen? Mit dem wollte ich gerade sagen, aber das meinte ich nicht. Ich meinte, also der muss schlafen, damit ich dem das Buch entwenden kann. So war das eigentlich gemeint. Hallo Biene! Wie spät ist es? 15.05 Uhr. Was haben wir noch? Morse gestorben, nachdem er Rod ein Gerücht über das Schiff erzählt hat. Ich könnte noch mal ganz nach unten rennen für das Triumvirat-Dings. Dotter hat sich ziemlich seltsam verhalten, als ich ihn auf Morse angesprochen habe. Ich weiß nicht, ob ich noch mal ganz nach unten... Ob ich es noch mal ganz nach unten schaffe? I don't know. Ich würde gern erstmal das Crawler-Ding machen. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt schon ready sind. Aber die haben ja gesagt, heute nicht mehr. Also sind die wahrscheinlich nicht ready. Warte mal, den nächsten Aussprecher. Tyrus ist auch Opfer des Triumvirats geworden. Die haben ihn so lange erpresst, bis er aus der Goldmine flüchten musste, da er um sein Leben fürchtete. Das ist eine echte Schande. Werdet ihr den Triumvirat jetzt Einhalt gebieten? Leider reichen die Beweise nicht aus. Momentan können wir nur die Augen offen halten. Das glaubst du ja nicht, ne? Ich muss
einmal Schlummi machen, glaube ich, bis zum nächsten... Nee, ich mache erstmal bis abends, dann mache ich halt erstmal das andere. Muss jetzt das Buch entwenden, heimlich still und leise, das sofort bringen, dem zeigen und dann muss ich es wieder zurückbringen. Aber der steht doch noch hier. Der ist noch wach. Und säuft. Sehr ungünstig. Guck mal, was der hier für ein Riesenbett hat. Das sehe ich jetzt erst. Der säuft immer noch. Hallo? Gehen Sie bitte schlafen. Wann schlief der denn? Ja gut, ich meine 12 Biergläser müssen auch erstmal irgendwie getrunken werden, ne? Der ist immer noch am Saufen. Alter! Ruhe, 23.10 Uhr erst. Okay. Ja, mehr als bis zum Morgen kann ich dann nicht schlafen. Das ist für manche ein Klacks. Wer säuft hier? Keine Ahnung. Aber jetzt nochmal schlafen geht doch nur bis zum Morgen. Ach doch, bis Mitternacht. Das habe ich gar nicht gesehen. Gehst du jetzt bitte ins Bett? Der liegt hier. Ach, der Baron liegt da. Okay, der trinkt zumindest nicht mehr. Ah, nein, 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 nein. Hunter. Oh Gott. Aber wenn der nicht mehr trinkt, dann geht er vielleicht ins Bett, wenn ich nicht mehr hier bin. Alter, was stimmt denn nicht mit dir? Bitte gehen Sie ins Bett. Los. Geht denn nicht ins Bett? Wo die Lichtspannerin? Ich muss mal gucken, ob das funktioniert. Ich habe endlich das Buch. Ich könnte es jetzt vorzeigen. Du wurdest gerade maximal vergiftet. Steh bitte wieder auf. Also, ich lebe noch, aber... Nein, er steht auch auf. Oh no. Oh oh.
Handtat? Ich konnte das nehmen, obwohl es da so rumlag. Hä? Hätte ich da Giftschutz anziehen müssen, oder was? Ich kann nicht aufstehen. Mein Leben geht zwar hoch, aber... Ah, okay. Also keine Ahnung, ob das was bringt, wenn ich jetzt Giftresistenz anlege. Gucken mal. Der soll halt einfach mal ins Bett gehen. Ich trotzdem um. Ha. Ach, das ist so schade, dass du... Aber hä? Geh mal ins Bett, los. Oder es muss sein... Warte mal. Oh, Saphir. Denkt er mir was? Ich hab jetzt seinen Edelstein geklaut. Ha! Keine Ahnung, was ich damit mache, aber ha! Der will nicht schlafen gehen, der Otto. Das wird halt... Warte, ich gehe einfach mal aus der Mine raus und wieder rein. Vielleicht schläft er dann. Vielleicht ist das wieder so ein... Ich kann nicht, wenn mir jemand zuguckt, Ding. Aber die Frage ist halt... Das hat mich ja vergiftet, wenn ich die Kiste aufgemacht habe. Ist das, wenn der schläft, nicht so? Haben Sie schon mal versucht, die Mine aus- und wieder einzuschalten? Genau, das versuche ich jetzt. Ich sehe leider keinen Chat, weil hier so eine dicke Katze davor sitzt. Louis? Okay, und wieder rein. Ah, nee, halt, das ist raus. Bin ich schon am PC? No. Für den Fürsten. Für den Fürsten. Boah. Ja, wenn der jetzt immer noch nicht schläft, dann weiß ich auch nicht. Hallo, Goblin. Ja, halt, warte, ich muss hier runter. Steht hier immer noch. Hä?
Wann macht der denn Bubu? Der Typ? Wann? Das Triumvirat der Tiere ist bedroht. Oma weiß jetzt davon. Dies hilft dabei, das Triumvirat aufzuhalten. Aha. Seit wann? Fort warnte mich vor Dotta. Ich sollte das Buch wieder zurücklegen, bevor Dotta aufwacht. Ja, aber der schläft ja nicht. Der schläft ja einfach nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe jetzt einfach nochmal bis zur nächsten Nacht geschlafen. Nee, der steht immer noch hier unten. Hä? Junge. Tropf, Tropf. Ja, ja. Ah, jetzt steht er hier oben. Das ist doch seltsam. Das kann doch nicht richtig sein. Ich habe den bestimmt irgendwie verbuggt aus Versehen, weil ich daneben stand. Das klappt immer nicht. Mit daneben stehen bleiben. Raus aus meinem Bett. Ja. Beruhigen Sie sich. Wollt ihr mich abstechen, weil ich in seinem Bett liege, oder was? Hallo, Karpau. So, wartet. Hunter hat jetzt einfach mal zwei Nächte durchgeschlafen. Nee, da steht der hier unten wieder. Hä? Don't get it. Keine Ahnung. Ich habe jetzt mal den Speicherstand von davor genommen. Aber da war ja auch nichts anders. Ich glaube, der kann gar nicht schlafen gehen. Das ist kaputt. Wenn ich die Truhe aufmache, also wenn ich den einschlafen lasse und die Truhe aufmache, dann werde ich vergiftet. Dann ist uns die Quest, glaube ich, erstmal egal. Vielleicht ist das schon so, weil ich den verpetzen werde, weil ich die andere, also weil ich dem gesagt habe, hier, du siehst verdächtig aus. Hey. Werdet ihr den Triumvirat jetzt Einhalt gebieten? Leider reichen die Bewacht. Momentan können wir nur... Tja. Ist aber schade. Butler.
Ich konnte dem Uma jetzt auch nicht sagen, dass mit der Dotter verdächtig vorkommt. Weißt du was über Morse? Ach, der arme Junge. Ich habe ihm immer die Reste meines Eintopfs gegeben, wenn er spät nachts nochmal vorbeikam. Einfach nur traurig, dass er jetzt tot ist. Weißt du vielleicht, wer dafür verantwortlich ist? Ach nein, woher denn auch? Er hat zwar viel mit mir geredet, ich denke, er hatte sonst kaum Freunde. Aber woher sollte ich denn wissen, womit er das verdient hat? Hat er irgendwas Merkwürdiges dir gegenüber erwähnt? Nein, er ließ sich wie viele hier oft über Dotters Engstirnigkeit aus. Jeden Tag erzählte er mir, dass Dotter sich weigerte, ihm das Schürfen beizubringen. Aha, das ist doch schon mal was. Hallo, Celio. Cello? Celio? Celio-io? Das habe ich schon versucht mit dem Schlafzauber. Das geht auch. Das Problem ist nur, dass die Truhe, in der dieses Buch liegt, mich vergiftet, wenn ich sie öffne. Und da hilft auch kein, ich bin total gefeit gegen Gift. Hey, du. Ich fall dann einfach um und bleib liegen. Was weißt du über Dotters Buch zum Schürfen? Er hat ein Buch dafür? Dieser dreckige Geizhals. Mir hat er letztens 300 Roperi für eine Lektion abgezockt, nachdem ich ihn tagelang angebettelt habe. Kannst du mir das Nehmen von Tiertrophäen zeigen? Es ist eine gefühlte Ewigkeit hier, aber mal schauen. Ich könnte dir zeigen, wie man Felle nimmt. Besonders gut war ich da noch nie drin. Das, was ich gut kann, ist Mindcrawler verwerten. Da kann ich dir zeigen, wie man die Schuppen so abnimmt, dass sie nicht beschädigt werden. Die Zangen lassen sich auch noch abnehmen, wobei der Nutzen von diesen sich für mich nie ergab und auch nie viele Münzen gebracht hat. Und bei den Schuppen ist das anders? Aber ja doch, die sind sehr widerstandsfähig. Damit lassen sich super Rüstungen herstellen. Das Wissen darum ist jedoch eher rar gesät. Und du könntest mir dieses Wissen vermitteln? Aber nein doch. Ich habe die Crawlerplatten immer für gutes Geld verkauft. Ich bin kein Produzierer. Ich bin eher ein Sammler, wenn du verstehst, was ich meine. Wer kennt sich denn damit aus? Also da, wo ich herkomme, weiß ich es. Aber hier auf Asun ist mir zumindest niemand bekannt. Ich würde es bei den Jägern versuchen. Okay. Der hat jetzt aber auch nichts Tolles gewusst, ne? Ich kann das doch schon. Warte mal. Rollerzang müsste ich doch... Bin ich blöd? Hier. Ach, das sehe ich nicht hier. Wo sehe ich denn das? Nee. Sehe ich das hier, was ich kann? Meine Talente. Da steht jetzt nicht viel drin. Die Verwertung? Okay. Ja, das kann ich alles. Ich kann schon meinen Crawlern die Panzerplatten lösen. Aber kann ich auch die... Doch, Tieren ihre Greifzangen entfernen. Kann ich auch. Okay. Ach, ich will mal auf die Map gucken. Zu viel WoW. Da schaue ich mal, ob ich nochmal bis runter zum Triumvirat komme, ob ich sie nochmal wieder finde. Wir waren halt übel weit unten. Einfach runter. Immer runter. Beine weg und rollen lassen. Ne, jetzt geht's wieder hoch. Alter! Sind wir bald da? Ha! Ist keine Leiter. Ah, die ganzen Triumviratler gehen, glaube ich, gerade ins Bett. Hey, du! Kann ich nur beklauen.
So, hier bin ich wieder ganz unten. Ein Treiber. Radler? Warum kein normales Bier? Wir hatten gerade von Radler gesprochen. Hallo Niki. Hier unten kann ich halt auch gar nichts machen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Der Don. Da ist er. Hä? Ja, nun? Naja, fast, Niki, fast. Also. Also ich kann ja eigentlich nur das mit dem Lockvogel noch machen. Da muss ich nicht eine Nacht schlafen. Vielleicht kommen danach noch ein paar Dialogoptionen. Dass hier nicht so ein Rumgerenne wäre. Radler sind die Besten. Ich weiß nicht mal mehr, wo der Furz war, dem ich ja eigentlich dieses Buch bringen soll. Sagen, hier war doch irgendwo noch eine Ansammlung von Leuten. Ah, hier ist der Furt. Furt, mein Zukunfts-Ich weiß, dass es vergiftet wird, wenn es die Kiste aufmacht.